Willkommen zurück zu Urban Empire. Wir sind, ja, wir gucken jetzt nochmal. Wir sind Carla Clara, die, das ist, wir sind Carla Clara, die neue Bürgermeisterin von Svarelia. Wir sind im Jahre 1918, das ist die Zeit des Ersten Weltkrieges. Oder ist das das Ende? Das kam mir jetzt nicht so ganz raus. Wir wissen es nicht. Und wir gucken jetzt mal, wie sich diese Werte jetzt hier alle verändern. Die aktualisieren sich nämlich erst nach diesem Monat. Plöpp. Wir behalten natürlich Neu-Dublin bei. Sie sind Carla Kilgannon. Okay, wir sind Carla, alles klar. Carla Kilgannon, die Tochter von Dougal. Als der Weltkrieg die Welt entzweite und radikale Änderungen wie das unabhängige Svarelia mit sich brachte, wurden sie von einer Welle des Optimismus getragen, einstimmig zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Immerhin sind sie eine der wenigen Frauen des Landes mit Universitätsabschluss und Svarelia muss sein ganzes Potenzial ausschöpfen, wenn es überleben will. In welchem Bereich wollen sie als erstes Reformen durchführen, um die Welt oder zumindest Neu-Dublin zu einem besseren Ort zu machen? Psychiatrische Anstaltungen reformieren. Sie wollen dafür sorgen, dass sich der Umgang mit Frauen ändert. Sie möchten sicherstellen, dass die Menschen die Freiheit erhalten, so zu leben, wie sie es wünschen. Da wir eine Frau sind, ist es natürlich klar, dass wir wollen, dass sich der Umgang mit Frauen ändert. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Männer und Frauen gleich sind. So, wir bekommen einen Denkleistungsbonus für eine bestimmte Richtung und haben jetzt die Gleichberechtigung erforscht. Community College handelt sich ein Upgrade zur Universität, Gesetz zur Grundbildung, es gibt neue Steueroptionen, Gesetz für einen Kost. Wir können jetzt die Steuern von der Schicht und des Unternehmenstyps abhängig festlegen und Gesetz für kostenlose Bildung und ein Beschwerdeamt. Okay, damit können wir das Gericht upgraden. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon haben. Ich wollte doch eigentlich das Stromnetz gerne haben. Haben wir das jetzt auch schon erforscht? Scheint erforscht zu sein. Ist ja cool. Wir haben also auch das Stromnetz erforscht. Oder? Forschung beginnen. Da können wir nicht die Forschung beginnen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber wenn das da so steht, dann... Aber es steht auch nicht ausgegraut da. Och nein, hoffentlich ist das jetzt nicht verbuggt. Oh. Das wäre ganz schlecht, weil wir die Gleichberechtigung reinbekommen haben. Die hier haben wir ja bekommen. Hier steht es jetzt aber als erforscht drin. Haben wir da einen gelben... Wir haben auch einen gelben Pinöppel. Okay, dann ist alles gut. Dann machen wir mit dem Automobiltransport weiter. Dann gehen wir wieder auf die Stadt. Und dann machen wir jetzt hier wieder normal 2. Wir haben hier noch Gleichberechtigung. Vor über einem Jahrhundert gebar die Französische Revolution die Menschenrechte und die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Erst jetzt ist es soweit, dass sich diese Ideale wie ein Flächenbrand ausbreiten und der Ruf laut wird, sie auf größere Teile der Gesellschaft auszuweiten. Wo sollte man Ihrer Ansicht nach beginnen? Bei der Chancengleichheit, bei der Gleichberechtigung der Geschlechter, bei der Freiheit, Ziele verfolgen zu dürfen. Wir machen die Geschlechter. Da gibt es das Unterhaltgesetz. Da Männer den Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen, sind Witwen oft dafür gezwungen, auf der Straße um Geld betteln zu müssen. Dies gilt allerdings nur für ältere Frauen, da jüngere Frauen wieder heiraten können. Ein spezieller Unterhaltsfonds könnte die Situation für ältere Frauen verbessern, die für eine Wiederheirat zu alt sind. Ja, Effekt wäre, Geld für Privatunternehmen würde sinken und wir hätten zusätzliche Ausgaben, aber das machen wir jetzt. Okay. So, das hätten wir. Und dann sehen wir, wir müssen hier wieder ein bisschen was tun. So dramatisch ist es nicht. Das Geld ist, okay, auch wieder gleich gewesen. So, das Unterhaltsgesetz wird jetzt abgestimmt. Das ist aber eine klare Sache. Ihr seht auch, wir haben jetzt hier viel, viel mehr Parteien. 6 Stück mittlerweile. Ist aber ganz klar durchgekommen. So, halt. So, wir haben jetzt viel zu tun. Wir müssen das alles wieder nach oben bringen. Wir haben... Haben wir eigentlich schon ein Gericht? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das ein Dienst oder eine Institution? Da müssen wir mal eben gucken.
Institution. Gericht können wir bauen, bringt uns plus 2 Sicherheit. Perfekt. Das können wir super gebrauchen. Tun wir einfach mal. Da können wir es nicht reinsetzen. Knallen wir es hier einfach mal rein. Institution bestätigen. Normale Abstimmung in Ordnung. So. Ein Gericht hätten wir gerne. Das müssen wir jetzt wieder einmal abwarten. Wir machen das jetzt auch wieder hier alles etwas langsamer, etwas gemächlicher. Dann hätten wir uns schon mal um die Sicherheit gekümmert. Genau, wir können ansonsten auch nochmal so viel zum Thema langsam in die Verordnungen reingucken. So. Wir haben ja auch ganz neue Sachen. Wir haben ja das Gesetz zur Grundbildung zum Beispiel. Den Unterprivilegierten kostenlos Bildung zukommen zu lassen, erhöht ihre Chance, zukünftig einen Arbeitsplatz zu finden. Langfristig wird dadurch die Arbeitslosigkeit verringert und die Zufriedenheit in der Gesellschaft erhöht. Das klingt doch gut. Was passiert? Effekt, dieses Geld können Bürger für Privatunternehmen aufwenden, Arbeiterklasse plus 30. Dafür haben sie ein Minus auf persönliches Wachstum. Genau das gleiche für die Unterschicht. Wir werden das auf jeden Fall vorschlagen. Könnte funktionieren. Kostenloses Mittagessen für arme Schüler. Gesundheit und eine gute Ernährung sind wichtig, damit ein Kind gut lernen kann. Deswegen sollte sichergestellt werden, dass alle Kinder mindestens eine anständige Mahlzeit, in diesem Fall das Mittagessen, pro Tag erhalten, damit sie in der Schule aktiv, wach und interessiert bei der Sache bleiben können. Auf diese Weise werden außerdem Familien mit Kindern und nur geringem oder keinem Einkommen etwas unterstützt. Kostet uns 1500, ist ja nichts, und kriegen dafür Gesundheit und mehr Geld für die Klassen hier. Das erscheint mir sinnvoll und da sind auch die Parteien dafür. Verbot der Empfängnisverhütung. Ist, wie gesagt, für Bevölkerungswachstum. Das hatten wir schon mal. Unterstützung der Familienplanung. Okay. Für Senioren wird das physische Umfeld nicht mehr so schön. Die Familienplanung berät Menschen zu den Themen Sexualität und Fortpflanzung. Dort können auch Verhütungsmittel ausgegeben, über Geschlechtskrankheiten informiert, sowie Tipps zur Kindererziehung und allgemeine Gesundheit gegeben werden. Hin und wieder werden dort auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Gibt eine Menge Plus auf Spaß, soziales Leben. Das physische Umfeld geht für Senioren runter, das ist ein bisschen schade. Unterstützung armer Familien. Ein Sozialhilfesystem ist zum Nutzen der Arbeiterklasse und all jener Mitglieder der Gesellschaft, die in Not geraten. Die Kosten bei der Einrichtung eines solchen Systems sind für manche Gesellschaften nur schwer aufzubringen. Plus 10% Ausgaben der Stadtkasse für irgendwas. Feuerschutz in Industriegebäuden bringt Sicherheit. Das hoffen wir ja durch das Gericht erstmal hinzukriegen. Das hier brachte einiges. Ja, wir werden den 10-Stunden-Tag, aber wir kriegen ja den 8-Stunden-Tag. Das macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Förderung der Zahnpflege würde die Gesundheit nochmal erhöhen. Laut Aussagen von Ärzten und Zahnärzten lässt sich die Gesundheit der Zähne schon... Achso, haben wir schon mal durchgelesen alles. Also das könnten wir machen. Quarantänegesetz... Nee. Unterstützung der Dämmung mit Asbest. Die Stadt unterstützt Bauunternehmen, die mit Asbest dämmen. Das geht auf die Gesundheit. Geschäfte bleiben sonntags geschlossen. Das könnten wir auch nochmal vorschlagen. Das wird aber wenig Zustimmung finden. Ja, das können wir so machen. Was mich gerade wundert, ist, dass es jetzt hier tatsächlich für Stromnetz keine Abstimmung gab. Ah nee, das war, glaube ich, auch Upgrade der Institution. Da möchte ich gerne nochmal gucken. Geht aber gerade nicht. Wir hatten ja irgendwo auch ein... Haben wir das nicht irgendwo hingesetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir machen erstmal weiter. Haben jetzt ja einiges in die Wege gebracht. Viele Verordnungen. Probieren wir halt einfach mal jetzt das Ganze mit den Verordnungen nochmal hinzukriegen. Haben wir eigentlich irgendwo ein Elektrizitätswerk gebaut oder hatten wir das nicht gemacht? Das wäre dann halt nochmal eine Sache, die man machen könnte. Aber wir haben ja die Institution hier nicht mehr zur Verfügung. So, neue Institution, das Gericht. Sicherheit hat sich jetzt auch schon wieder erhöht. Aber das Gericht sollte jetzt nochmal einiges dazu beitragen.
Dann können wir hier nochmal eben gucken, Institutionen platzieren. Nein, wir haben keine Institution. Hier ist das Elektrizitätswerk, genau, und wir könnten es upgraden. Kein Upgrade freigeschaltet. Ach, das ist doch blöd. Ja, dann haben wir jetzt das Stromnetz verbuggt, oder was? Telefonleitung, Stromnetz, das kann man noch nicht ausbauen. Ja, so kann sein. Da muss ich nochmal eben nachgucken. Genau, jetzt ist das... Ach, jetzt könnte ich wieder mit dem Stromnetzforschung beginnen. Ihr seid doch auch Helden. Dann möchte ich gerne das Stromnetz erforschen. Ah, ich weiß, wo der Fehler war. Es war noch in der Forschung. Es war noch in der Forschung. Und ich habe es rausgenommen. Das war mein Fehler. Laute Partys in Kilborough. In Kilborough finden viele gesellige Treffen und Partys statt, was für viel Unruhe sorgt. Es sind bereits zahlreiche Beschwerden wegen des Lärms eingetroffen. Was tun Sie? Sie bitten darum, dass laute Partys um 22 Uhr beendet werden müssen. Nichts. Wir machen mal das Erste. Und, aha, dank ihrer vernünftigen Argumente fangen die geselligeren Bürger von Kilborough langsam an, ihre Bitte zu folgen. Und das heißt, physisches Umfeld erhöht sich in Kilborough um +2. Perfekt. Dann müsste das ja auch gleich wieder hochgehen, oder auch nicht. Zu wenig Auswirkung. Antrag auf Änderung der Besteuerung. Die Christdemokratische Partei Svarelias fordert eine Verringerung der Besteuerung für Gewerbeunternehmen. Der Handel wird dadurch gefördert und die finanzielle Situation der Stadt verbessert. Sollte der Rat Ihrer Ansicht nach den Steuersatz für Gewerbeunternehmen senken? Ja, können wir auch recht viel machen, denn wir haben gerade sehr viel Geld übrig. Ja, und zwar deutlich. Bis auf die Kommunisten sind alle dafür. Würden um 5% weniger Steuer zahlen und auch nur die Gewerbeunternehmen, genau, das kann ich auch noch mal eben zeigen, denn wir haben beim Stadtrat jetzt die neuen Möglichkeiten, das jetzt hier den Steuersatz komplett für alle individuell festzulegen. Ich glaube, das dröselt sich später sogar noch weiter auf. Nee, Studentensteuer 39% ist ganz schön hoch. Da sind jetzt auch alle Sachen schon einberechnet, die wir halt zwischendurch mal hatten als Ereignisse, denke ich zumindest. So, hier kommen gleich viele, viele Abstimmungen. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Ach ja, das ist ja auch noch. Wir müssen ja auch noch wiedergewählt werden. Der Stadtrat wird bald den Bürgermeister von Neu-Dublin wählen. Das heißt, ja, wenn wir Pech haben, ist es dann vorbei. Hehe. Dann ist das Let's Play vorbei, wenn nicht mehr abgewählt werden. Aber aktuell sieht es sehr gut aus. Transatlantikflug ohne Unterbrechung. Im Jahr 1919... Ja, sie haben aber Dezember 1918, hallo? Ist eine Vickers Vimy das erste Flugzeug, das den Atlantik nonstop überquert. Das läutet eine neue Ära des Handels, des Tourismus, aber auch des Krieges ein. Hungersnot in Armenien. Beim Völkermord an den Armeniern handelt es sich um einen vorsätzlichen und systematischen Versuch, das des Osmanischen Reichs sämtliche Armenier im eigenen Land zu vernichten. Also ich weiß nicht, was... So, ich bin echt gleich mal gespannt, wie die ganzen Abstimmungen ausgehen. Drei Stück haben wir jetzt. Wir fangen an. Die Geschäfte bleiben am Sonntag geschlossen und, oh, das ist knapp. Das ist sehr, sehr knapp. Und das wird wirklich eine spannende Stichwahl. Also Stichwahl nicht, aber es wird eine spannende Wahl. Und eine Stimme entscheidet am Ende darüber, dass es gescheitert ist. Die Geschäfte werden auch in Zukunft sonntags geöffnet sein. Hier waren vor allem die Fortschrittspartei, die Partei der Mitte und die Freiheitspartei dafür, dagegen. Dafür waren die Sozialdemokratische Partei und Kommunisten, Zentrumspartei und die Christdemokratische Partei. Das ist ärgerlich. Gescheitert. Wird erstmal nicht passieren. Kostenloses Mittagessen für arme Schüler. Das sieht wenigstens besser aus. Ja, das wird übernommen. Das Gesetz zur Grundbildung sieht auch gut aus. Sehr schön. Das ist alles angenommen. So, dann müssen wir mal wieder gucken, wie jetzt die Auswirkungen sind und was wir dann als nächstes angehen müssen. Eine goldene Zukunft. Die Welt steuert einem Aufschwung entgegen, der niemals enden soll. Ein Wirtschaftsaufschwung bedeutet, dass alles...
überall hervorragend läuft. Produktivität und Absatz nehmen zu, der Handel wächst und manchmal steigen sogar die Löhne. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen das als bullischen Markt, warnen, dass Aufschwünge und Wirtschaftskrisen in Zyklen kommen. Svarilja wird unabhängige Republik. Svarilja, eine kleine, aber tapfere Nation, ist zu einer unabhängigen Republik geworden. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das Ende des Weltkriegs hat die Rolle der Frau in vielen Hinsichten verändert. Welche Veränderung ist Ihrer Ansicht nach am bedeutendsten? Es ist am wichtigsten, dass die sozialen Normen nicht mehr so streng sind. Am bedeutsamsten ist es, dass Frauen der Zugang zur Arbeitswelt ermöglicht wurde. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Frauen Zugang zur Bildung erhalten. Es ist sehr wichtig, dass Frauen nun selbst entscheiden können, mit wem sie ihr Leben verbringen wollen. Oh, so viele Auswahlmöglichkeiten. Wie gesagt, Carla oder Clara ist es ja schon, ist ja eine Frau. Sie setzt sich auch für die Leute ein, die nicht bevorzugt behandelt werden. Und wir müssen mal gucken. Wir nehmen, denke ich, Bildung, da sie ja selbst ins Ausland musste, um überhaupt Bildung zu erfahren und deswegen es für sie wichtig ist, dass Frauen Zugang zur Bildung erhalten, erhöht das persönliche Wachstum von Frauen um 2. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht die Finanzierung ändern können für physisches Umfeld oder ob wir vielleicht noch was Tolles bauen können. Ich will wieder was bauen. Dienste könnten. Nee, das bringt alles nichts. Infrastruktur. Nee, da können wir tatsächlich nichts bauen. Physisches Umfeld ist ist hier auf plus 7. Okay. Bezirk verändern. So muss man es machen. So. Ja. Ja. So, eine Kirche könnten wir nochmal bauen. Eine zweite würde nochmal physisches Umfeld bringen. Kleiner Park, Stadtbibliothek. Ich glaube, wir setzen einfach nochmal einen kleinen Park hier rein. Dienstleistung bestätigen. Bezirk vorschlagen. Normale Abstimmung. Alles klar. Jetzt wird hier wieder gebohrt. Ach ja. Besteuerung ändern. Weniger Unternehmen für Gewerbe. Ja, da sind alle dafür. Alles klar. Das heißt, wir kriegen ein bisschen weniger Einnahmen, aber davon haben wir aktuell genug. Oh, deutlich weniger Einnahmen. Könnte aber dann auch wieder steigen, weil sie dann ja mehr Steuern zahlen können. 8-Stunden-Tag, beziehungsweise mehr Löhne zahlen können, die dann mehr Steuern zahlen. So, der 8-Stunden-Tag, der wird durchkommen. Genau. Sehr schön. Spaß und ja, Soziales. Gesetze zur Arbeitszeitverkürzung verabschiedet. Dank des Erfolgs der Initiative für kürzere Arbeitszeiten wurden die legalen Arbeitszeiten verkürzt und jene, die Überstunden machen müssen oder wechselnde Schichten haben, erhalten einen Zuschlag. Das ist ein Sieg für die Fairness und ein Sieg für die Arbeiter, sagten Gewerkschaftsführer. Die Arbeitszeit darf ein Drittel des Tages nicht übersteigen. Zusammenbruch der europäischen Mächte im Sog des Weltkriegs. Der Weltkrieg ist beispiellos. Die Zahl der Toten erreicht grauenerregende Höhen. Uralte politische Grenzen werden erneut gezogen und neue Technologien entdeckt. Okay, interessant auch, dass die Unabhängigkeit nur so als Nebensatz in meinem Zeitungsartikel auftaucht und nichts größer darüber geschrieben wird. Okay, die Leute haben sogar eine Zufriedenheit von 10 wieder mittlerweile. Und ich würde gerne gucken, ob wir den Bahnhof nochmal upgraden können. Ja, und was es bringt. Nein, können wir nicht. Okay, und den Hafen hatten wir, glaube ich, auch komplett upgraded. Ja. Die Universität konnten, oder das können wir noch upgraden. Das bringt uns nochmal zusätzlich mehr Sicherheit. Das brauchen wir also nicht. Universität upgraden. Bringt persönliches Wachstum und Spaß. Ja, dann machen wir das. Also nicht für persönliches Wachstum, aber für Spaß. Aber generell ist halt das hier erstmal wichtig. Aber das machen wir mit dem Park dann noch. Ich finde es auch sehr witzig, dass wir jetzt so jazzige Musik im Hintergrund haben, was so thematisiert würde. So, Bezirk verändern. Gucken wir noch, ob der Park kommt. Der Park kommt.
beenden. Und ansonsten könnte man natürlich auch noch die Finanzierung des Parks erhöhen. Wir gucken nochmal eben. Gucken wir natürlich nochmal eben, was es bringt, ob sich der, wie hoch der Wert jetzt wird. Bleibt bei 7. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Das ist enttäuschend. Steueränderung, schon wieder. Die Fortschrittspartei will offensichtlich mehr Studentenstimmen für sich gewinnen, da die Partei eine aggressive Kampagne führt, um die Steuersätze für Studenten zu senken. Ja, können wir machen, ist kein Ding. Wird eh nicht durchkommen. So, und Fortschrittspartei hat die Wahlen gewonnen, das kennen wir schon. Die neuen Frauen der High Society kennen wir auch und damit ist die Folge beendet. Nächstes Mal kümmern wir uns dann um das physische Umfeld noch weiter. Der Park hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht, war jetzt aber auch nicht so gut platziert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.